Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Also, ich begrüße euch zum heutigen Workshop zum Thema Konflikte. Konflikte austragen, konstruktiv oder destruktiv. Das ist so der Hauptunterschied. Aber es gibt natürlich noch viel zu sagen oder sich zu erzählen bezüglich Konflikte. Meine Erfahrung ist die, dass Projekte meistens dann scheitern, wenn sie schnell scheitern, dann scheitern sie schon an der Kommunikation. Aber wenn man das hinkriegt und die Leute noch weiterhin mitmachen und sich austauschen können, ist die nächste große Hürde die Konflikte. Und Konflikte ist auch nicht grundsätzlich schlecht, sondern die gibt es immer. Die Frage ist mehr, wie gehen wir damit um? Wie können wir die Konflikte bewältigen? Und ich würde sagen, normalerweise kennen wir eigentlich nur die destruktive Konfliktbewältigung. Und beim transformalen Netz habe ich ein gutes Modell gelernt, wie man Konflikte konstruktiver bewältigen kann. Das funktioniert aber nur dann, wenn beide Parteien, die im Konflikt sind, bereit sind, das anders zu machen, wenn sie offen sind, die Konflikte auf eine andere Art und Weise, als wir uns gewöhnt sind, zu bewältigen. Und das ist jetzt halt ein bisschen der Nachteil von einem Online-Workshop. Man kann da nur darüber reden, aber man kann nicht das ausprobieren. Es ist dann natürlich wertvoller, wenn man das zusammen ausprobieren kann. Aber trotzdem möchte ich das einfach mal zur Sprache bringen, weil das wichtig ist. Ich würde mal sagen, ganz entscheidend ist, dass wir unterscheiden können, ist es ein Konflikt, der zusammenhängt mit irgendeinem Trigger, mit irgendeinem Muster bei einem der Beteiligten am Konflikt. Weil wenn man das nicht unterscheiden kann, dann kann man auch den Konflikt nicht lösen. Weil wir müssen uns das so vorstellen, wenn ein Muster reinspielt bei einem Konflikt, dann bringt es eigentlich nichts, wenn wir möglichst sachlich bleiben wollen, wenn wir nicht verletzend sein wollen, wenn wir uns gegenseitig an das Thema rantasten, weil die Ursache liegt dann tiefer. Man müsste dann die Ursache des Musters anschauen und das geht wiederum nur dann, wenn jemand dazu bereit ist. Also man müsste schauen, warum bin ich jetzt getriggert? Oder man müsste mit jemandem, der getriggert ist, das besprechen und in die Tiefe gehen und schauen, was triggert dich oder was triggert mich? Und das ist ganz wichtig, dass wir selber das erkennen, auch wenn der Konflikt dann nicht auf eine gute, konstruktive Art und Weise gelöst werden kann. Immerhin wissen wir dann, ja, ist ein Trigger dabei oder nicht dabei. Wenn wir das erkennen können, dann haben wir einfach viel mehr Chancen, haben wir viel mehr Möglichkeiten, den Konflikt zu bewältigen. Ob es dann klappt oder nicht, das hängt natürlich immer von den Beteiligten ab.
Ihr habt sicher ganz viel Erfahrung mit Konflikten. Wir haben das alles schon erlebt in unserem Leben, seit unserer Kindheit. Und es ist nur schon sehr wertvoll, wenn wir uns darüber austauschen können, wie ging es mir damit bei Konflikten, wie gehe ich damit um und was habe ich dabei gelernt bei diesen Konflikten, die ich schon erlebt habe. Man kann auch sagen, man lernt eigentlich Menschen erst wirklich kennen bei den ersten zwei, drei Konflikten, die wirklich stark sind. Weil sonst, wenn du dir jetzt vorstellst, wir machen zusammen eine Arbeit, ein Projekt oder wir wohnen sogar zusammen und es gab aber noch keinen Konflikt, dann weiß ich nicht, ob das Projekt oder die Kerngruppe des Projekts bestehen bleiben kann, wenn wir einen starken Konflikt haben. Das ist ganz entscheidend für das zu wissen, für eine tiefe Beziehung. Ja, das wollte ich mal sagen zum Thema Konflikt. Und ich erkläre dann auch noch das Konfliktmodell von transformalen Netz. Aber ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal Kleingruppen machen und uns mal austauschen. Was haben wir schon erlebt? Wie sehen wir das? Wie lösen wir unsere Konflikte? Habe ich Angst vor Konflikten? Oder bin ich sehr extrovertiert, emotional und habe sehr schnell Konflikte? Und die anderen müssen dann schauen, wie sie damit umgehen können. Oder bin ich introvertiert und ziehe mich dann in mich zurück oder flüchte, gehe weg, weil ich das nicht aushalte oder weil ich Angst habe. Es gibt ganz viele Reaktionsmöglichkeiten oder Muster, was dann passiert, wenn ich in einen Konflikt gerate. Ja, ich gebe jetzt das Wort an die Glücksfee, dann teilen wir die Kleingruppen ein. Ja, also wünscht euch was. Du machst das Glück. Nein, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Also gut, dann haben wir. Also es gibt eine Dreiergruppe und zwei Zweier, sehe ich das richtig? Hä? Ja. Die Maike, die Chantal und der Markus, der Gerd mit zwei E und ich selber und der Gerd mit einem E und die Carla. So, jetzt muss ich euch zuerst da mal schnell herumschieben, genau. Entschuldigung. Und Carla kommt hierhin, Session 3. So, gut, ja, okay. Wir haben jetzt 20.18 Uhr. Wir könnten uns so 8:55 wieder treffen hier. 8:55, ja, ist gut. Alles klar. Noch Fragen oder? Nee, ist gut. Tschüss. 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 Tada. Hallo. Hallo. Na, wie war's? Maike, bist du auch müde? Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hä? Oh, genau. Der Gerd hat das Bild ausgeschaltet, weil die Linie nicht mehr so gut steht. Ah, okay. Ja. Ja, dann ist es besser ohne Kamera. Genau. Ich
Ich bin nicht ins Büro gefahren, das ist das Netz ein bisschen schlechter hier. Ja, klar, kein Problem. Und wo ist die Shanti, Shanti, Om Shanti? Ja, möchte von euch jemand etwas sagen zu eurer Kleingruppe oder zum Thema? Ja, ich hatte vorhin gerade so einen Aha-Moment, nämlich ich und der Gerd, wir haben herausgefunden, dass es unbedingt, also vielleicht nicht unbedingt, aber dass Konflikte dazu beitragen, halt gemeinsam zu wachsen, wenn sie, ja, also wenn es natürlich nicht Streitereien sind, die bis auf die Knochen gehen, aber ja, dass es sehr wichtig ist, ja, weil es sonst substanzlos wird, die ganze Sache, ja, also wenn immer nur so Liebe, Licht und Eierfreude, Eierkuchen, dann, ja, dann wird es halt sehr schnell einfach wirklich ohne Substanz irgendwie. Also ich dachte gerade, ich habe mich gerade gefragt, ob ich überhaupt schon, also an welchen Konflikt ich jetzt sagen kann, dass ich wirklich gewachsen wäre. Und so spontan fällt mir jetzt gar keiner ein. Und dann habe ich gerade gedacht, es ist wahrscheinlich auch egal. Wahrscheinlich wächst man an jedem Konflikt. Also kann man wachsen, weil man eigentlich immer wachsen kann. Auch wenn der Konflikt furchtbar ist oder auch wenn es irgendwie nicht toll verläuft oder so. Ja. Ja, also mir ging es so, Konflikte bewältigen kann ich besser mit Menschen, die eher kopflastig sind. Mit Menschen, die sehr emotional sind, habe ich dann eher Schwierigkeiten, weil, ja, das muss ich dann zuerst etwas lernen, dass man da nicht so reinschießen kann, dass man dann zuerst von der Emotion runterkommen kann. Und für mich braucht es auch Entwicklung in der Beziehung. Also Liebe und Entwicklung sind die Grundvoraussetzungen für mich. Und ich habe oft den Fehler gemacht, anfänglich, dass ich viel zu lange gewartet habe. Und es gab nur immer Konflikte oder mehrheitlich gab es Konflikte und es hat sich nichts weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich nicht traue, jetzt diese Beziehung zu beenden. Vielleicht, es gibt Konstellationen oder es gibt Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel harmoniesüchtig. Da muss man lernen, Nein zu sagen. Da muss man lernen, eine Beziehung abzubrechen, weil es keine Entwicklung gibt, weil man nicht zusammen reden kann, weil man nichts auf die Reihe kriegt. Und wenn man dann aber zusammenbleibt, dann ist es, man könnte sagen, im Volksmund heißt das Rosenkrieg, quasi permanenter Krieg. Und das bringt meiner Meinung nach nichts. Das ist destruktiv für beide. Also, wir hatten, darf ich reden kurz? Ja. Wir hatten kurz darüber gesprochen, dass Konflikte zweiseitig sein können. Das kann also zweiseitig verschieden sein können. Einmal gibt es einen Konflikt, der also plötzlich da ist, einfach so. Und es gibt andere Sachen, die man sich schon länger vorbereitet. Man ein Problem hat mit jemandem und das traut man gar nicht anzusprechen, weil man nicht weiß so richtig, wie reagiert er, wie kann ich reagieren, an welchem Muster komme ich, was wird bei mir angetriggert. Konflikte haben ja schon oft was mit innerer Emotionalität zu tun. Das war der eine Punkt und der andere wesentliche war die Sache Hierarchie und Selbstwert. So, welchen Konflikt kann ich wie
Mit welchem Konflikt kann ich wie umgehen, wenn ich den Vorgesetzten habe zum Beispiel, um trotzdem sachlich zu sein und sein eigenes Ich dann vertreten. Also mal einen Konflikt eingehen, um zu sagen, das habe ich jetzt so gemacht, ob es jetzt achtsamer oder weniger achtsam spielt, keine Rolle, so war ich jetzt halt. Also dass man das auch nicht unbedingt eskalieren lässt. Und ein zweiter Punkt, nein, ein dritter Punkt war dann noch, Konflikte in Sicht von, es vielleicht manchmal nicht zum Konflikt kommen zu lassen, weil hinter jeder Sache gibt es ja oft mal auch ein Ziel und man kann vielleicht auch mal einen Konflikt als Projektleiter, sag ich mal, runterschlucken, wo es quasi egal ist, ob ich links um Baum ringsrum gehe oder rechts ringsrum gehe, am Ende hat man eine Schleife um den Baum gedreht, ich sag's mal so als Bildnis, und einfach mal Sachen auch runterschlucken, also nicht runterschlucken in dem Sinne, dass man nun emotional sich verschluckt, sondern dass man sagt, okay, lass mal machen, das wird schon werden, also dass man auch mal ein Projekt, die sich wagt, die Fäden aus der Hand zu geben, mit der Auffassung, es wird schon werden, es wird schon gut werden. Als wenn es keine riesengroßen Folgen hätte, möglicherweise. Und in dem Fall ist es mir immer hilfreich und wichtig, was gerade nicht so ist, sich mit jemandem zu reflektieren, dass man jemandem das unparteiischen schütteln kann, dass man die Vorgehensweise, die man hatte, oder die das ganze Geschehen mal mit jemandem reflektieren kann, um dort ein Wachstum wirklich zu kriegen, dass man sagt, wenn man sich so verheddert, so emotional verheddert, dann ist ja meistens immer rote Köpfe und Mordsgeschrei und am Ende ist nicht viel gewesen. Und sowas dann mal mit jemandem aufzuarbeiten, und dann denke ich schon, ist Wachstum möglich, weil ein Unparteiischer bringt mich dann vielleicht besser an meine inneren Blockaden ran, die man so gar nicht sieht, weil man hat ja immer recht, so logisch. Ja. Und das ist dann ein Wachstum. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, möchte noch jemand etwas sagen, sonst machen wir wieder die nächste Kleingruppe. Ich möchte direkt auf den Gerd, also ich habe mit dem Begriff Konflikt runterschlucken ein wenig Bauchschmerzen. Ich würde sagen, der Begriff einen Konflikt stehen lassen, dass der schwelt, dass der wirkt, dass der in mir wirkt, dass der arbeitet. Das ist für mich eine bessere Vorstellung. Meinst du das Gleiche? Ja, so in der Art. Also das Ziel im Visier halten und dann sagen, Konflikt bleibt mal links liegen, nicht runterschlucken, wie du meinst, ist richtig, so meine ich es nicht. Dass man das Ziel im Auge behält und dann einfach mal sagt, komm, Schwamm drüber. Es tangiert mich nicht wirklich und es ist egal, wie gerade mit dem Baum, ob ich links oder rechts rumgehe, kann manchmal egal sein. Manchmal ist es nicht egal, aber manchmal kann es auch egal sein. Und dann kann man den anderen noch mal sich in seiner Kraft bestätigen, dann fühlt er sich auch ganz gut. Okay, vielen Dank. Dann gebe ich das Wort der Sonja. Markus, darf ich noch? Ich war noch nicht ganz fertig. Ich hatte nur gerade diese eine. Und ja. Der Sonja habe ich das mit Kinderzimmer bezeichnet. Es gibt Konflikte, die einen ganz böse erwischen. Und die aber eben wirken. Und wo man auch keine Auseinandersetzung hat. Man hat eigentlich gar nicht jemanden, wo man anknüpfen kann oder dagegen, wo man schlichtweg nur lernen kann. Brauchst du eine Erläuterung oder ist das klar? Ja, lassen wir mal das so stehen. Gut. Also die Sonja. Das Mikrofon ist noch nicht ein. So, ja, ist jetzt. Gut. Jetzt ist gut. Wie gesagt, also gemischelt. Ich bin schon seit 5 Minuten am Mischeln. Also, also ich selber, der Gerd mit einem E und die Maike, dann der Markus, die Carla und die Chantal und der Gerd mit 2 E. Warte jetzt mal. Aber das wären ja 4. Was, 4? Nein, wieso? Jetzt hast du 4. Also der Markus und die. Nein, der Markus und die Carla. Und dann der Gerd und die Chantal. Okay. Weil es gibt ja immer eine 3er und 2 Zweier.
Okay. Also zeige dir mal. Gut, ich muss da. Wie ist jetzt die Frage, Markus? Mehr so, was habe ich schon gelernt oder was ist jetzt genau die Frage? Ich würde einfach jetzt weitergehen und weiter erforschen bei dem, wo wir jetzt stehen. Wie weit habe ich schon gelernt, mich weiterzuentwickeln? Kann ich unterscheiden, ob es eine Entwicklung gegeben hat in meinem Leben, punkto Konflikte? Oder mache ich immer wieder dasselbe, wie ich vorher erzählt habe? Bei mir war das eben die Harmoniesüchtigkeit oder die Abhängigkeit, dass ich mich deshalb dann zu wenig getraut habe und Angst hatte, eine Beziehung aufzulösen, wo es keine Entwicklung gab. Also ich würde den Fokus ein bisschen darauf legen, habe ich mich weiterentwickelt oder gibt es Blockaden? Drehe ich mich immer um dasselbe Thema bei meinen Konflikten und komme ich nicht weiter? Oder ging es weiter in meinem Leben? Gut. Gerd und Chantal, bist du da? Ja. Okay, weil ich sehe dich in den Breakout-Sessions nicht mehr. Das heißt, die anderen gehen jetzt in die Breakout-Rooms und ihr bleibt einfach im Hauptraum, weil ich kann dich nicht zuteilen. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich, weil du wieder reingekommen, aber es spielt keine Rolle. Okay. Ihr dürft einfach da bleiben, gell? Gut, also okay. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Ja, dann können wir ja schon loslegen. Es ist 9:07 Uhr und 5 Minuten Pause. Dann treffen wir uns wieder um 9:12 Uhr. Jo. Okay. Okay, bis gleich. Okay. Anja, bist du noch da? Ich bin nicht so gut im Schweizerdeutsch. Na gut. Wann treffen wir? Was sagst du? Kaffee oder Tee trinken oder was auch immer. Um 12 nach sollen wir wieder hier sein. Ich kann also noch Schluss sagen. Schön. Gut. Ich habe so schöne frische Erdbeere vom Bauer, weißt du? Ah ja. Mhm. Ich bin heute über kilometerlange Erdbeerfelder gefahren, ja. Oben oh. am Bodensee. Mhm. Mhm. Aber ich habe auch gesehen, wie es Gift gespritzt haben. Wow. Bei der Erdbeere. Ja, ich weiss. Ich habe ja auch den Gemüsebauer gerade da unten und da oben und überall. Und ja, ja. Also. Ja, funktioniert immer noch nicht. Schade. Ja, mega schade. Ja, wenn wir so weitermachen, dann werden wir noch Computer-Cracks oder Zoom-Cracks. Ich kann vielleicht mit dem Handy reingehen. Ja, das kannst du auch. Also ich sage jetzt nach der Pause wieder etwas Kleines zur Weltsituation. Ich kann nicht sehr viel Neues sagen, aber ganz wichtig ist, das zu wiederholen, was ich schon letztes Mal sagte. Wir können uns nur freuen, der Machtwechsel auf der wichtigen Ebene, auf der militärischen Ebene, ist geglückt. Und es braucht jetzt einfach seine Zeit. Und was mich besonders freut, ist, dass jetzt in Deutschland so viele Leute spazieren gehen. Das sind aber eigentlich vor allem die Leute, die sich noch nicht so sehr damit befasst haben, diese
sagen wir mal 85 oder 90%, die gegen Corona rebellieren, gegen die Beschneidung der Freiheitsrechte, die Leute, die sich schon lange damit befassen, die wissen, was da im Hintergrund läuft, und deshalb kann man sich zurücklehnen und die Show genießen, wie cool das sagt. Und ich bringe auch in meinem Newsletter immer wieder Informationen, Hintergrundinformationen zum Thema. Es gab eine schöne Diskussion zwischen Feiko, Sani, Katharina und der Karin von der Schweiz. Und ich kann euch einfach empfehlen, wenn ihr euch Sorgen macht, die Videos von Feiko zu hören oder anzuschauen. Er fasst das sehr gut zusammen, bringt das gut auf den Punkt, aber es ist manchmal auch etwas langfädig, bis er dann am Punkt ist. Ja, also es wird noch einige Zeit dauern, weil das ist jetzt quasi Aufklärung im Schnellverfahren. Das, was wir vielleicht in Jahren, in 10 Jahren oder noch länger gemacht haben, das müssen jetzt die Durchschnittsbürger, die normalen Leute in ein paar Monaten oder in 2, 3 Jahren hinkriegen. Und deshalb dürfen wir da nicht so ungeduldig sein, das braucht seine Zeit. Okay, dann mache ich hier einen Punkt. Möchte jemand etwas zum Thema vom Workshop sagen oder von eurer Kleingruppe, was ihr erlebt habt, was euch aufgefallen ist in eurer Entwicklung, in eurem Leben? Wie hat sich das ausgewirkt, die Konflikte, die ihr in eurem Leben schon erlebt habt, wie hat sich das verändert? Ja, also wie ich eigentlich gesagt habe, ich denke, ohne Konflikte wäre ich heute nicht, wo ich bin. Und ich würde auch, also das hat sich sehr verbessert, würde ich jetzt, also in meinem Leben auf jeden Fall, hat sich die Konfliktkultur, wenn ich jetzt dem so sagen kann, sehr verbessert. Es kommt eigentlich nur noch sehr, sehr selten vor, dass ich mit einem Konflikt gar nicht mehr umgehen kann. Und sollte das dann doch mal der Fall sein, dann habe ich wenigstens gelernt, dass ich mich dann einfach rausnehme. Ja, weil es in dem Moment für mich einfach nichts bringt. Und ja, Wachstum, also es ist ein Wachstum, es sind Prozesse, die ja, bei denen man wächst und lernt, anders damit umzugehen und sich selber besser wahrzunehmen oder zu spüren auch. Danke. Also Sonja, direkt zu dir. Es gibt Konflikte, da kommst du damit nicht zurecht. Ich hatte gerade sowas, wo ich in den Wald gehen musste, anschließend in die Stadt Schrauben kaufen, alle möglichen Ersatzbefriedigungen. Ich konnte nicht mehr atmen und so weiter. Und dann habe ich es gelernt und da war es gut. Schön, das kann auch ganz schnell gehen anscheinend. Möchte sonst jemand etwas sagen? Sonst erkläre ich mal das Konfliktlösungsmodell vom TN, transformalen Netz. Das funktioniert so: Die beiden Konfliktparteien setzen sich gegenüber und vereinbaren Spielregeln. Und jeder bekommt einen Supporter oder einen Engel oder einen Unterstützer oder eine Unterstützerin, der einem da hilft dabei. Und dann ist das, was anders ist als normalerweise, man muss sich überlegen oder beide überlegen sich, was könnte ich machen, dass es den anderen nicht so aufregt, dass sie nicht so auf die Palme treibt,
wie könnte ich mich anders verhalten, was könnte ich dazu beitragen. Und das sagt man dann. Also ich habe mir überlegt, ich könnte das und das machen, vielleicht könnte dir das helfen. Und der andere oder die andere sagt dann ja oder nein oder sagt etwas dazu. Und umgekehrt genauso überlegt sie oder er sich, was könnte ich ändern an meinem Verhalten, an meinem Vorgehen, an meiner Strategie, was könnte dem Gegenüber helfen. Und die Engel oder die Supporter sind deshalb sehr hilfreich, weil die haben dann Inspirationen, die ich nicht habe. Und die sind manchmal sehr hilfreich. Manchmal kann ich aber nichts damit anfangen und nehme das nicht in Anspruch, den Vorschlag oder den Hinweis oder Inspiration kann ich dann selber auswählen. Ja, das muss man einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Aber wenn man das macht, wenn beide dazu bereit sind, dann hat das ein großes Potenzial, sich auf eine Art auseinanderzusetzen, die ungewohnt ist, aber die sehr hilfreich ist, weil man dann viel mehr darauf achtet, wie geht es dem anderen und was könnte ich noch machen in meinem Verhalten. Also Reflexion und Kooperation ist da sehr eng beisammen und das kann einem sehr weiterhelfen, geht aber nur mit Leuten, die schon viel an sich gearbeitet haben und das auch möchten. Ja, das wollte ich einfach noch da in die Runde geben. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben das schon einige Male durchgespielt und es ist sehr hilfreich, aber man muss halt einfach üben. Üben macht den Meister oder die Meisterin. Darum kommt man nicht herum. Markus. Ja? Darf ich mit dir streiten? Können wir einen Konflikt anfangen? Ich finde, das ist ganz schön, wenn man einen Konflikt beilegt oder wenn man sich dann plötzlich einig ist. Aber ich finde es viel interessanter, was hinter dem Konflikt ist, was da für ein Potenzial drin ist, was es mir sagt, was ich daraus lernen soll. Was. Und manchmal wache ich auf und denke, ach, das ist es. Genau, das ist eigentlich die wertvolle Arbeit, wenn man Konflikte hat, wenn man die so anschauen kann. Was ist die Lektion dabei? Warum passiert mir das? Was sollte ich dabei lernen? Warum bin ich überhaupt in dieses Schlamassel reingekommen? Wir müssen davon wegkommen, dass wir die Schuld immer bei den anderen suchen. Weil da kommen wir nicht weiter. Hingegen, wenn wir das mit der Schuld überhaupt mal vergessen oder etwas auf die Seite stellen und uns viel mehr überlegen, was ist die Lektion dabei, was sollte ich lernen oder was sollte vielleicht der andere lernen. Wenn das beide reflektieren können und wenn wir uns darüber austauschen können, dann kommen wir eben weiter. Und wenn wir Schuldzuweisungen machen, kommen wir eben nicht weiter. Ja, dann gebe ich das Wort wieder unserer Glücksfee. Ja. Gut. Gemischelt habe ich schon. Dann haben wir den Gerd mit einem E, die Chantal und der Markus.
Dann eine Zweiergruppe, Carla und ich selber und die Maike und der Gerd mit 2 E. Habe ich jetzt das richtig gesagt? Also der erste Gerd, der mit einem E, ist mit der Chantal und dem Markus, dann die Carla und ich selbst und dann noch der Gerd und die Maike. Das ist jetzt ganz komisch. Jetzt sehe ich euch wieder nicht. Wieso sehe ich euch nicht da drin? Alle Sessions neu erstellen. So. Schauen wir mal. Aha. Ja, ich bin auch immer noch am Üben. Lebenslang. Also ich schlage vor, dass ich und Carla bleiben einfach im Raum hier. Und dann haben wir den Markus und der Gerd, der geht da nach Breakout 3 und die Carla, das geht gar nicht. Eine Session hinzufügen. Gut, so jetzt. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Entschuldigung. So, jetzt sollte das klappen. Hat noch jemand Fragen oder so? Ah, Markus, hast du jetzt schon gesagt? Was? Wir treffen uns wieder 8:45. 8:45. Okay, gut. Und das Thema sind wieder die Konflikte. Oder wie löse ich Konflikte, oder? Ja, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht die Schuld den anderen in die Schuhe schieben, sondern überlegen, was ist die Lektion dabei? Warum habe ich Konflikte? Warum habe ich den Konflikt mit dem? Was hat das mit mir zu tun? Das wäre das Thema. Okay, gut, super. Bis nachher in dem Fall. Tschüss. Tschüss. So. Vielen Dank für das Feedback von euch beiden. Hallo zusammen. Gerne. Ja, es ist schon 9:50 und wir sind schon bald am Ende und ich würde gerne die Schlussrunde machen. Jeder hat 1 Minute Zeit. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Etwas zu eurer Kleingruppe, etwas zum Thema, was euch am Herzen liegt oder sonst irgendetwas. Ich beginne mal unten, diesmal bei der Shanti. Okay. Ja, also ich hatte ein sehr schönes Gespräch noch mit Gerd vorhin. Was mir so jetzt geblieben ist, ist sicher, dass, alles klingt jetzt so abgedroschen, aber wir sind alle auf unserem Weg und wir sind alle am Lernen. Das hört man ja immer wieder, aber es kommt halt, es kristallisiert sich halt immer wieder raus bei mir. Aber noch viel mehr auch, es berührt mich mega, wenn wir so offen über unsere Schwierigkeiten reden. Also es ist so wie meine Verhärtung im Herzen, also so die Angst oder alleine mit meinem zu sein, die löst sich so wie auf, sobald sich jemand öffnet und dann entsteht so eine offene Herzensverbindung, so mit allen Ecken und Kanten ist man dann einfach so da und jeder hat das in sich. keiner kann einem helfen, so. Also ich muss mir immer selber helfen, aber das tut so gut, authentische Begegnung. Ja, sehr schön. Und ich glaube, meine Zeit ist um. Okay. Also, dann kommt die Maike. Ja, mir geht es auch so, dass ich das, also ich fand es super interessant mal wieder.
mit euch zu reden und auch habe ich so ein bisschen langsam das Gefühl, so schon, ja, es ist so wie vertraut jetzt schon, so jeden Montag hier, die ähnlichen Leute. Und aber ich hätte jetzt Lust, also noch mehr eigentlich mit euch zu reden oder vielleicht auch euch mal in echt zu sehen so und mehr noch so einen persönlichen Eindruck mehr zu bekommen und nochmal so, ja, auf eine andere Ebene auch zu wechseln. Das fände ich ganz spannend, also euch wirklich mal in echt zu sehen und noch mehr so die Energie zu fühlen und wie sich das anfühlt. Ja. Ja, sobald die Merkel die Grenzen öffnet, ist das möglich. Ja. Die Grenzen sind geöffnet. Stimmt, ja. Also teilweise kann man ja schon wieder verreisen, ne? Genau. Ja, ja, wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ja, freue mich, euch wiederzusehen. Danke. Dann kommt der Gerd mit 2E. Okay. Ja, du Laborant, du hast uns da im Konfliktverständnis ganz schön weitergebracht. Ich habe tolle Gedanken aufgenommen und bin eigentlich neugierig auf den nächsten Konflikt. Okay, dann kommt die Carla. Ja, ich möchte mich bedanken. Das ist ein schwieriger Abend oder ein schwieriges Thema und schlussendlich, so vom Gefühl her und vom Bild, kommt es mir so wie ein mäandernder Bach vor. Also es, ja, und am Schluss, ja, das war so eine Krönung jetzt mit Sonja. War sehr schön. Und schließt trotz schwierigem Thema mit einem sehr guten Gefühl ab. Ja. Vielen Dank an alle. Sehr schön. Danke. Dann kommt der Gerd. Ja, es ist wieder interessant, wie wir mit über ein paar Worte so lange debattieren können. Man meint eigentlich, von außen betrachtet, könnte man meinen, die spaltenden Kümmel oder so. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, was hier passiert, wenn wir das einfach mal so beleuchten von verschiedenen Seiten, wie facettenreich sowas sein kann und wie wichtig es ist, das anzugucken. Und ich hatte es gemerkt vom letzten Thema, was wir hatten mit diesen Beurteilen. Und im Alltag kommt es dann schon mal, dass man sich unterhält und merkt, oh, geurteilt und warum geurteilt. Und dann kommt das mal irgendwann wieder in den Sinn. Und auch das mit den Konflikten wird in den Sinn kommen. Und ein Punkt habe ich noch gar nicht dazu, Konflikten. In meiner Welt kommen Konflikte oft deswegen, weil man sich nicht versteht, also wirklich nicht versteht. Der eine sagt rot, der andere versteht grün, sowas, dass man das nicht ordentlich ausgesprochen wird und ganz klipp und klar reflektiert wird, was hast du verstanden eigentlich? Also viele Konflikte kommen eigentlich daraus, ich habe das ganz anders aufgenommen, als du es gesagt hast. Das wollte ich noch zum Besten geben. Danke. Dann kommt die Sonja. Ja, ich fand es eigentlich auch ein schwieriges Thema und habe mir so zuerst gedacht, boah, also drei Gruppen, dreimal in der Gruppe über dasselbe Thema, das schaffe ich nicht. Und doch, es ist unglaublich, was es da alles zu reflektieren gibt. Für mich war heute eigentlich so der wichtigste Aha-Erkenntnis, dass es effektiv Konflikte braucht, um eben zu erkennen und daran zu wachsen. Ja, und ja, danke vielmals an alle, es war sehr spannend.
und schön auch, ja. Danke auch. Ja, danke. Ja, also mir ging das auch so, oder geht das eigentlich immer so bei diesem Thema. Ich finde es auch ein schwieriges Thema. Aber trotzdem habe ich das Gefühl bekommen jetzt, weil ich natürlich dann viel reflektiere über mein Leben, wie sich das ausgewirkt hat auf meine Entwicklung, wie sich das verändert hat, wie ich mit Konflikten umgehe. Ich sehe dann, dass es da einen Fortschritt gibt und dass es mir jetzt besser geht, dass ich weniger abhängig bin und weniger Kompromisse, faule Kompromisse mache. Mhm. Und dazu ist es eben auch sehr gut, damit wir uns dessen bewusst werden, wie leben wir eigentlich? Wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit den anderen um? Interessanterweise sind jetzt gar keine Leute dabei, habe ich keine erlebt, die den anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Was aber eigentlich üblich ist in unserer Gesellschaft. Ja, das ist auch ein grosses Kompliment an euch alle. Das heisst, ihr habt da schon einiges erlebt und ich freue mich auch, euch wiederzusehen bei einem nächsten Workshop. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang über das Thema mich weiter austauschen und ich freue mich auch, wenn wir uns wirklich einmal sehen, vielleicht in Treuchtlingen. Ja. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft gut. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Gute Woche. Ja, tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Danke. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.